Implantologie, von der Beratung bis zur ⅓-LTigen Restauration. Die Implantologie ist ein Bereich der Zahnmedizin, der sich mit dem Ersatz von fehlenden Zahnnerven durch ⅕-nästliche Zahnwurzeln befasst. Dieser Prozess ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, da Implantate eine langfristige und ästhetisch ansprechende Lassung ⅕-Patienten bieten, die ihre Zahnnerven verloren haben. In diesem Video werden wir den gesamten Prozess der Implantologie von der Beratung bis zur ⅕-LTigen Restauration genau betrachten. Beratung und Planung. Der erste Schritt in der Implantologie ist die Beratung und Planung. In diesem Schritt wird der Zahnarzt den Patienten ⅕-BER den gesamten Prozess informieren und eine ⅕-endliche Untersuchung durch ⅕-REN, um festzustellen, ob der Patient ⅕-R Zahnimplantate geeignet ist. Hier werden auch Röntgenaufnahmen und ⅓-CKI gemacht, um die genaue Anatomie des Kiefers zu bestimmen und den Behandlungsplan zu erstellen. Chirurgischer Eingriff. Nach der Beratung und Planung folgt der chirurgische Eingriff. In diesem Schritt wird die ⅕-nästliche Zahnwurzel, auch Implantat genannt, in den Kieferknochen eingesetzt. Dieser Vorgang erfolgt in der Regel unter örtlicher Betäubung und dauert nur wenige Stunden. Nach dem Einsetzen des Implantats muss die Wunde heilen und der Knochen um das Implantat herum wachsen, um eine stabile Basis ⅕-Dysbartere-Restauration zu schaffen. Einheilphase. Die Einheilphase ist ein entscheidender Schritt in der Implantologie, da in dieser Zeit die Verbindung zwischen dem Implantat und dem Knochen hergestellt wird. Dieser Prozess kann mehrere Monate dauern, je nachdem, wie gut der Körper des Patienten das Implantat akzeptiert. Während dieser Zeit wird der Patient regelmäßig zur Kontrolle zum Zahnarzt gehen, um sicherzustellen, dass die Heilung wie geplant verläuft. ⅓-CKI und Anfertigung der Restauration. Nachdem das Implantat vollständig eingeheilt ist, kann in ⅓-CKI genommen werden, um die ⅕-LTige Restauration anzufertigen. Dies kann entweder eine Krone, eine ⅕-CKI oder eine Prothese sein, die auf das Implantat gesetzt wird, um die fehlenden Zahnnerven zu ersetzen. Die Restauration wird im zahntechnischen Labor hergestellt und an die individuellen ⅕-Fnisse und ⅕-Ensche des Patienten angepasst. Einsetzen der Restauration. Der letzte Schritt in der Implantologie ist das Einsetzen der Restauration. Dieser Vorgang ist einfach und schmerzfrei und dauert nur wenige Minuten. Der Zahnarzt wird die Restauration auf das Implantat setzen und sicherstellen, dass sie perfekt passt und ästhetisch ansprechend aussieht. Der Patient wird dann mit einer neuen, funktionellen und ästhetisch ansprechenden Lassung ⅕-R seine fehlenden Zahnnerven versehen. Fazit: Die Implantologie bietet eine moderne und effektive Lassung ⅕-R Patienten, die ihre Zahnnerven verloren haben. Von der Beratung und Planung bis zur ⅕-LTigen Restauration bietet dieser Prozess eine umfassende und langfristige Lassung ⅕-R fehlende Zahnnerven. Wenn Sie weitere Informationen zur Implantologie benötigen, zögern Sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen, der auf diesem Gebiet spezialisiert ist.